Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIBA 19 My Journey, Folge 33. Heutiger Plan: Temposchüsse, Torwart überwinden. Okay, shooting from outside the box. Power is key, but control is what you need to master. Starten. Er halte den Ball aus der Ballmaschine, dribbelt durch die Tore und schieße vor Ablauf der Zeit. Yes, Deutschland. Leistung gut gemacht, 14.756 Punkte fortsetzen. Folge dem Fallen und dribble durch die Tore, um den Torwart zu überwinden und schieße dann aufs Tor. Aido. Geh rein. Mist. Leistung so knapp, 3.535 Punkte fortsetzen. B und C. That's all she wrote for today. Have a nice afternoon. Schnauber an dich, Edwin Putti. Mit einem Rückstand im Rückspiel gehört gar nichts. Hoffentlich zeigt Edwin Putti, dass er zurecht hier ist. Rückstand nach dem Hinspiel. Ich dachte mit Edwin Putti, das als ein Klacks. Man darf Man United niemals abschreiben, aber der Weg ist natürlich weit. Nur wer kämpfen kann, ist ein guter Spieler. Jetzt oder nie. Los geht's, Rückspiel. Man United wird Danny Williams gegen Ende der Partie einwechseln. Ach, die Scheiße, ich will sofort spielen. Mann. Fußballarena München, 10. April 2019, 1945, Regen. Mit dem Spiel. Gerade. Haben wir allein gespielt noch? PSG gegen Liverpool 2-0. Danny Williams wird kommen. Halbe Stunde haben wir noch. Sein erster Liga-Einsatz also. Kann er hier noch Akzente setzen? Was meinst du, Buschi? Das könnte genau das richtige Spiel für ihn sein. Schauen wir mal. Ich traue dem einiges zu.
Jetzt haben wir das Comeback. Also, na gar nicht. Will ich jetzt wirklich verarschen? 2-0. Also, wir müssen zwei Tore machen. Mann. Steht da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Ja, jetzt müsste man jetzt vielleicht. Den Ball hält er gut. Ach, die Scheiße. Jetzt gibt's Ecke für United. Ecke kommt rein. Mats Hummels klärt. Und jetzt der Schuss. Der war knapp. Das Mann, schießt der noch rein, Baby. Nicht mehr ausrichten können. Robben. Und Thiago. Und James. Guter Ball auf Arjen Robben. Und Thiago. Robben am Ball. Lewandowski. Ball soll zu Ribéry. Was der heißt im Roten, der ist noch Robben. James macht das Tor. Ja, komm. Scheiß Bayern. 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Williams. Trafen Sie mich da. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ball an den kurzen Pfosten. Da können Sie erstmal klären. Ball im Aus, gibt Einwurf für Manchester United. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Robben. Die Bayern über die Seite jetzt. Und jetzt Einwurf für die Bayern. Und Robben. Da müssen wir 3000 Tore den Ball reinbringen. Pogba am Ball. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Kimmich. Der FC Bayern wird hier gleich wechseln. Kimmich. Kimmich! Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Mann. Arjen Robben. Und jetzt Thiago. Thiago! Gute Parade. Williams am Ball. Matic. Matic, super gemacht. Alexis Sanchez. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Wagner. Nun Javi Martinez. Die Bayern im Vorwärtsgang. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Fred. Williams. Matic. Klasse Zuspiel. Alexis. Und jetzt der Schuss. Geht da noch mal. Ja, ja, ja. Ich glaube, das wird noch spannend. Ja, ja. Cool, 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 cool. Noch zwei Tore. Wenn wir das Hinspielresultat mit einrechnen, liegen sie zurück, Buschi. Aber vielleicht geht ja hier noch was. Sie haben noch Zeit. Jetzt steht es hier 2-1. Los. Eine enge Kiste. So ist. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Thiago. Und Ribéry. Da bekommt er Unterstützung. Und Javi Martinez. James. Robben am Ball. Da kommt der Schuss. Robben, Alter. Super dazwischen gegangen. Thiago. Kimmich. Jetzt könnte er flanken. Jetzt die Flanke. Alaba jetzt am Ball. Javi Martinez jetzt. Alaba. Komm jetzt Rodriguez jetzt. Jetzt ein Thiago mit der Chance. Und da hat es. Ja, komm, gescheißen. Drecksballen, das muss OP sein. Sie bauen damit ihre Führung kein Mensch, aus, zweifellos verdient. Scheiß Juden. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1.
Es gibt noch zwei. Guter Pass. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum bringen. Alexis Sanchez. Macht ihn. Ja, er macht ihn. Ja, es bringt eh nichts mehr. Zumindest haben sie sich nicht aufgegeben, was dieser Treffer zeigt. Allzu viel Freude kommt aber natürlich nicht mehr auf. Und jetzt noch eins, dann sind sie wieder voll drin im Spiel. Hätte man ja niemals mehr dran geglaubt. Das sieht jetzt nicht gut aus für da sie. Da ist nur eine Nullnachspielzeit, soll ich mir zwei Tore machen? Mann, mit Bayern nur so OP machen muss. Ansonsten war's das. Nichts, da ist mir nichts gebacken, ja. 3-2. Das ist ein enges Spiel. Schluss, aus, das war's für heute. Ja, ich finde es mit 10 Schuss. Es hat für Danny Williams und seine Scheiß Bayern, Alter. Am Ende nicht gereicht. Ja, bei Deutschland kann ich mal nichts spielen. Ja, Boateng hat er getan. Bastard. Am Ende ja. Ist man einfach auf oh, ein scheiße. Stärkeres Team getroffen. Vielleicht auch auf eine... Ja, wir sollen ein Comeback schaffen. Nun liegt es an einem Spieler oder das Spiel oder was. Das war keine Mannschaft, das war einfach mal ein Spieler. So. Scheiß trägt er immer. Hast du aus? Oh, wir müssen nochmal Premier League zeigen. Dafür sind wir in der Champions League. Raus, bin ich nur mit Real Madrid. Achso, man darf nicht draufstehen, man muss es wieder mal schaffen. Na, bullshit. Dritter Ball war, glaube ich, der Hinspiel. Genau. Hallo und willkommen, Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu einer sehr interessanten UEFA Champions League Partie. Nämlich Bayern gegen Manchester United. Ein Spiel mit einer ganz besonderen Historie. Heute das Hinspiel, wir freuen uns. Die Bayern müssen heute gegen Manchester United ran, Buschi. Eine Partie, die auf beiden Seiten immer ganz besondere Emotionen weckt. Ja, Wolf, das Duell gab es natürlich schon oft. Da hängen jede Menge Erinnerungen dran. Dies könnte die Führung werden. Und er behält die Nerven. Tor! Wichtige Aktion, ja, jetzt liegt sie hier vorne. So, jetzt haben so das ist das auch wie die Fußball. Du hast Bein von Scheiß, Mann. Den Ball macht er natürlich. Das war nicht wirklich schwierig aus der Distanz. Führung jetzt für Manchester United. Javi Martinez. Und Lewandowski. Robert Lewandowski hat ja nicht nur einen starken Abschluss, sondern ist auch ein richtiger Teamplayer. Ne? Ja. Ein wirklich gutes Auge für die Mitspieler. Foul. Ist sich nicht zu ach, schade. Ach genau, ist Bayern, das ist ein für andere aufzulegen. Robin. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. United über den Flügel. Ja, vielversprechende Aktion. Danny Williams. Der geht nicht rein. Super. Was? Show. Was für eine Szene. Thiago. Robin. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Valencia. Guamata. Ball an den kurzen Pfosten. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ja, ja. Ah, der wurde. So, der Treffer. Jetzt Bayern schon aktualisiert. Und der Trainer ist jetzt Kovac. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht.
Wir schauen noch mal kurz auf den Treffer mit Köpfchen. Und wir halten fest, da hat sich das Training wirklich ausgezahlt. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Vorteil für den FC Bayern. Von Ribéry am Ball. Ribéry über außen. Und der fette Klasse Technik. Matic. Nun an der Herrera. Williams. An der Herrera. United mit viel Platz auf außen. Flanke für Alexis. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Jetzt Lewandowski. Lewandowski. Pass auf die Außenbahn. Rodriguez! Da ist De Gea da und kann hier die Chance problemlos entschärfen. Ander Herrera. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und Javi Martinez. Jetzt Robben am Ball. Lewandowski. Pass von Robben. Lewandowski. Da kommt die Flanke. Ein fantastisches Tor. Oida, das muss man mal sagen, war gut ein gutes Tor. Dann ist da Zeit für die Flanke und so entsteht das Tor. 2-1, hier ist noch alles drin. Williams. Da passt er auf. Rodriguez. James Rodriguez hat bei der WM 2014 nicht nur viele, sondern vor allem das schönste Tor des Turniers geschossen. Ach, dieser Wahnsinns-Volley in der Partie gegen Uruguay. Also natürlich völlig zu Recht hat der Kolumbianer den Puskas-Preis für das Tor des Jahres bekommen. Weg ist der Ball. Robert Lewandowski. Jetzt Franck Ribéry. Robben! Der Pass! Nichts zu halten hier! Sie haben hier ausgeglichen. Ein ganz starkes Comeback. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Williams. Alexis könnte gehen. Und der hohe Ball auf Williams. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Kurz vor Ende des ersten Durchgangs, hier der Treffer für United. Und das geht sicher nochmal Schwung für die zweite Hälfte, könnte ein ganz wichtiges Tor sein. Jetzt liegen die Münchner zurück. Und Javi Martinez. 2 Minuten werden nachgespielt. James Rodriguez. Und nun Alexis Sanchez. Pogba mit dem super Zuspiel. Mata. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal gute erste Hälfte. Und sie wurden mit. Anpfiff, wir gehen wieder rein ins Spiel. Ein klasse Viertelfinal-Hinspiel bisher in der UEFA Champions League. Ach, das könnte gerne so weitergehen. Javi Martinez jetzt. James Rodriguez. Jetzt haben sie den Ball verloren. Geht er rein? Pogba. Matic. Das Abspiel für Alexis Sanchez. Oh, da geht er vorbei. Da können sie erst mal klären. Nun Matic am Ball. Juan Mata. Pogba. Da kommt der Schuss. Tor Danny Williams. Ja, noch ein Tor. Noch ein Tor von Danny Williams. Spinner-Rooney. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Spielstand 4:2. 4:2 haben wir ja bereits gesehen. In der 44. Minute. Hummels. Und Thiago.
Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Lewandowski. Robert Lewandowski verfügt ja nicht nur über eine sehr, sehr feine Technik, sondern ist auch ein äußerst athletischer Stürmer. Er ist schnell, physisch stark, kann damit den Ball perfekt abschirmen und dann eben auch behaupten. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Williams, der Ball geht zu Alexis Sanchez. Super Pass zu Alexis. Hereingabe. Manuel Neuer ist da, verhindert den Gegentreffer. Kein Problem für den Nationaltorhüter. Kein Problem für den Nationaltorhüter. Mhm. Ribéry. Sag mal, das ist dein 3-0 gegen Dings. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Lewandowski mit der Chance. War auch kein Problem für den. 4-3, das erste Innenspiel. Insgesamt Ergebnis mit dem Hoch. Kein Spiel für die Torhüter heute. Defensiv stehen beide Teams nicht gut und in der Folge sehen wir hier 4 Tore. Und Matic. Matic, super gemacht. Rashford. Und das war knapp, aber es war abseits. Da ist die Auswechslung. Die Fans war eben daneben. Definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. To be replaced by number 22, Serge Gnabry. And number 18, Leon Goretzka. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Gnabry. James jetzt am Ball. Rodriguez. Der weite Ball soll zu Robben gehen. Da, mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Matic, super gemacht. Und jetzt die Chance. Ball im Aus, gibt Einwurf für Manchester United. Lol. Ein leichter, den Ball hin. Überflüssiger Ballverlust. Und Man United will wechseln. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Gnabry. Jetzt David Alaba. Entschlossen geklärt. 6 Minuten haben wir hier noch. Jetzt haben sie den Ball verloren. Goretzka. Und James. Jetzt Boateng. Lewandowski jetzt. Lewandowski. Ballverlust. Old Trafford, give a round of applause for today's man of the match. Number 8. Rodriguez. Goretzka. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Kimmich, Hereingabe jetzt. Schade, da war sicher mehr drin. Jetzt Alexis Sanchez. Freude bei Danny Williams, Freude bei seinen Mitspielern. Dieses Hinspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League endet mit einem Sieg. Mit einem Sieg gegen die Bayern. Und das ist natürlich ein wichtiges Erfolgserlebnis, gerade im Hinblick auf das Rückspiel, was dann sicher wieder spannend wird. Plötzlich sind zwei von uns. Ich glaube, die Entscheidung über den Halbfinaleinzug ist vertagt.
das Gleiche, ne? Das haben wir nämlich schon gesehen. Das wäre erst eine andere Cutscene oder das Gleiche. Gemetta hat eine neue Sturmpartnerin beim USWNT. Besser hätte es aus ihrer Sicht nicht laufen können. Alex Morgan, eine neue Schülerin Kim Hunter. Kim Hunter im Stand und kann Edwin's Footy dreht auf, wenn es drauf ankommt. Wenn es drauf ankommt, bleibt Edwin's Footy cool und gelassen. Toller Sieg, tolle Teamleistung. Das war's für diese Folge.